Apple kommt gerade Jurassic World Lego, also Lego Also Jurassic World. Ich hab eine Szene gemacht. Ich will den Kleinen. Oh, da bist du ja. Geschichte beendet. Habe ich genug. Ich habe schon dreimal wiederholt die Straße. Ich habe genug davon. Wir beginnen hier. Isla Sorna. Der Vogelkäfig. Nein. Landeplatz. Zuchtstation. Landeplatz. Jagd durch die Flure. Die Absturzstelle. Landestelle. So, das soll ich lieber den Soldat Inken. Geschichte. Wetten, das wusstest du noch nicht. Dr. Grant, hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in 4 Wochen packen. Dr. Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Alan. Ich schätze, die suchen jemanden. Was machen die da? Sie beziehen Posten, aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Amanda? Sie sollten mal an Ihrer ehelichen Kommunikation arbeiten. Eric! Oh Mann! Hier ist ja überall Dino-Haufen!
klettern. Wenn sie weiter so rumbrüllt, hetzt sie noch jeden Dino dieser Insel auf uns. Na, hier hoch. Waren Compsognathus. Wusste gar nicht, dass die. Oder dass sie so fest zubeißen. Los, rauf hier! Schon alle wieder nach unten. Mein Gott. Und ich rufe weiterher gegen Eldman Band. Wir erfahren später, dass Band tot ist. Also, es ist der Originalfilm da. Heute kriege ich verpasst den Originalfilm, was ich verpackt habe. Eric! Amanda, Schatz, Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist. Was? Er sagt, dass das keine gute Idee ist. Was ist keine gute Idee? Los, wir müssen sie erreichen. Wir müssen wieder zurück ins Flugzeug. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon allein. Oh.
nur, damit er stirbt. Das ist Cooper! Das Satellitentelefon! Ich, Sekunde. Oh, Mann! Jetzt erwarte ich eine Erklärung, Mr. Kirby. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Sie lassen einen 12-Jährigen allein Gleitschirm fliegen? Nein, er war nicht allein. Er war mit einem Freund zusammen. Wie lange werden Sie schon vermisst? Seit 8 Wochen. Fast 8 Wochen. Und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ich war noch nie auf dieser Insel. Doch, natürlich. Das war Isla Nubla. Das hier ist Isla Sorna. Anlage B. Niemand rührt sich von der Stelle. Ganz still sein. War das auf mich bezogen?
Es ist Dr. Grant. Glück. Zu Ihnen, Dr. Grant.
Gehen wir, solange die beschäftigt sind. Mr. Kirby, diese Kirby Enterprises gibt es gar nicht, oder? Kirby Fliesenlacke und Meer. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum Westgate in Enid, Oklahoma. Billy, wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann weiter zur Küste. Dr. Grant, wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können ihn ja gerne suchen. Sie sind auch kein richtiger Söldner, oder? Das habe ich nie behauptet. Und? Was machen wir? Wir suchen ihren Sohn. Da, wo die hingehen. Großartig, hinterher. Wir finden ihn. Hörst du mir zu? Wir finden ihn. Alles klar, das kann ich abschießen. Ich beende die Folge einfach nur für... Hier mal. Wir sehen uns allerdings.